Jo Leute, was geht ab? Mukai wieder am Start und wir sind bei einer neuen Runde Overwatch. Diesmal auf einer der neuen Maps, ich weiß gar nicht wie die heißt. Die heißt Workout, eine Geisel-Map. Die Map selber ist ziemlich cool und wir schauen mal uns diesen Spieler an, der zufällig den Namen des Suspect trägt. Wieso hat ihn eigentlich noch keiner gebannt? Das weiß man nicht, aber wir gucken mal, ob der anhat. Bisher spielt der sehr, ja, sag ich mal, unverdächtig. Spielt bisher sauber. Hat gerade extrem lange hier drauf gewartet, ob der weiß. Ich weiß es nicht, aber wir gucken mal weiterhin. Oh, gerade einen gesehen. Daneben geschossen. Schön getroffen. Schön getroffen, den zweiten Schuss. Spielt sehr vorsichtig. Bisher auf jeden Fall meiner Meinung nach 100% nicht an. Und ich kann mal mein Thema anschneiden. Viele von euch wissen ja, ich streame sehr viel. Meistens immer ab 18 Uhr, außer Montag und Mittwochs. Und zurzeit ist es ja so. Ja, ich sag mal, es ist schon soweit. Es ist fast Dezember und ich habe gesagt, im Dezember gibt es ein Knife-Giveaway. Wir haben jetzt schon einige Knives zur Auswahl. Trotzdem werde ich noch versuchen, das ein oder andere Knife zu finden, was man dann benutzen könnte zum Giveaway. Was haben wir jetzt? Ich glaube, wir haben jetzt ein Flip Knife Stained, was mein Favorit ist. Wir haben aber noch ein Gut Knife Blue Steel, was auch nicht schlecht ist. Wir werden gucken, was wir giveawayen können. Wie ihr giveawayen könnt, kann ich euch auch schon erzählen. Ihr wisst ja, jeder, der meinen Stream schaut, bekommt alle 5 Minuten 1,5 Punkte. Und von diesen Punkten kann man sich dann für 500 Punkte, wird es wahrscheinlich sein, ein Ticket kaufen. Oder halt mehr als ein Ticket. Und wer die meisten Tickets hat, hat dann sozusagen die höchste Chance zu gewinnen. Und ja, dann wird man gewinnen können. Also ich werde irgendwann, ich denke, das wird... Ich habe überlegt, zwischen Silvester und Weihnachten wird der Stream sein. Wird dann wahrscheinlich ein 24-Stunden-Stream, wo man das Knife gewinnen kann. Ich habe noch keinen genauen Termin, auf jeden Fall. Ich sage einfach eine Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Ich werde es auf jeden Fall nochmal ankündigen. Dann kann man das Knife gewinnen. Und dann, Leute, ist es soweit. Dann ist es soweit. Oh, schön gemacht von dem. Ich glaube... Oh, der hat versucht richtig Smoke, aber der hat bisher alle Gegner fair gesehen, also. Ich glaube nicht, dass der was anhat. Läuft immer mit der Waffe in der Hand, also scheint nicht so das hohe Rating zu sein. Meiner Meinung nach komplett fair. Bisher komplett fair. Ich habe bisher keine einzige verdächtige Stelle gesehen. Und ich muss nochmal zum Stream zurückkommen. Ich finde das zurzeit echt krass. Also, wir giveawayen ja schon einige gute Sachen, die auch zum Teil mehr als 50 Euro wert sind. Wie zum Beispiel, wir haben Borderlands, das neue Pre-Sequel am Release Day giveawayt. Wir haben ganz viel CS giveawayt. Wir haben auch Skins, vor allem CS-Skins giveawayt. Wie zum Beispiel die Cyrix haben wir. Wie viel Cyrix? Ich glaube, die waren 60, 70 Euro wert giveawayt. Es kommen auch zwischendurch immer Skins, die mal 10 Euro wert sind. Die ganzen AKs, die AWP Stat Track haben wir jetzt vor ein, zwei Tagen gewählt. Und ich finde das halt extrem cool, so, dass meine Community auch wieder was wiedergeben kann. Vor allem das meiste oder vieles davon ist ja auch von der Community donated worden. Das heißt also, die sagen: Hier hast du was für die Community, mach dir draußen ein Giveaway. Und das finde ich mega krass bei uns in der Community. Wir haben einfach die geilste Community überhaupt. Diese Map hier, Workout, habe ich bisher einmal gespielt, ist sehr CT-lastig, meiner, ja, doch, ich finde, die ist sehr CT-lastig, ich wollte jetzt nicht meiner Meinung nach sagen, weil ich das die ganze Zeit gesagt habe. Zwei Geiseln gibt es, die ist entweder hier oben, unten oder im Wasserraum, war bei mir zumindest in den Sachen, da gibt es einmal diesen Tennisraum, wo der glatt ist, wenn man von der T-Seite aus links gehen würde. Ne, für der CT-Seite aus links gehen wird, das heißt rechts hinter ihm, gibt es so eine Turnhalle. Ich glaube, da kann man Volleyball spielen und ein bisschen hüpfen. Also das heißt spielen in Klammern, ne? Das ist aber dazu gedacht. Und rechts ist halt so ein großes Außengelände, also eine mega große Halle. Der geht jetzt immer durch die Mitte. Hier noch so eine kleine Kaffeebar. Ist sehr übersichtlich, hat sehr wenige Gänge. Hat, glaube ich, 4 Gänge nur, 5 Gänge. Also 3 Außengänge, aber die sind jeweils miteinander, ja, verteilt. Aber natürlich, wie die Geisel-Map. Entschuldigung, ich habe am Anfang gesagt, das ist eine CT-Map, fällt mir auf, ne? Aber eine T-Map, finde ich. Ich finde das eine T-Map, weil Geisel-Maps sind immer T-Maps, weil die können campen. Und wenn man campt, dann hat man natürlich einen großen Vorteil.
Jetzt gucken wir, ob er den sieht. Er sieht ihn nicht, oder? Er sieht ihn schon, aber er hat nicht an. Wenn man gerade auf... Ah, er wurde auf der Seite getötet. Ich würde jetzt rumfliegen, euch einmal die Map zeigen. Diese Map bekommt ihr, wenn ihr entweder einen Freund habt oder selber euch den Operation Vanguard Pass kauft. Dieser Freund kann euch dann natürlich einladen, dann könnt ihr das spielen. Aber sonst müsst ihr den Operation Vanguard Pass kaufen. Der kostet, glaube ich, 3, 4 Euro, 4 Euro ungefähr. Beinhaltet 5, 6 mal verschiedene Maps und ein paar, ja, ich sag mal, Missionen, wo man unter anderem mit Dranglore gewinnen kann oder einige Waffenskins. Wovon ich aber, ja, sag ich mal, ich kann es nicht abraten, aber ich würde das Geld, also wenn man das einmal gekauft hat, kann man dann noch mehr Missionen kaufen. Man hat, bekommt also sozusagen mit dem Operation Vanguard eine Mission, so zwei Missionspakete, und dann kann man sich noch zwei weitere kaufen. Ich kann abraten davon, aber Operation Vanguard Pass lohnt sich auf jeden Fall. Damit unterstützt man auch das Spiel natürlich. Die 4 Euro schaden keinem, wenn man überlegt, so ein Add-on bei Battlefield ist, wie viel? 60 Euro, 70 Euro. Call of Duty Add-on 60, 70 Euro. Selbst die Add-ons von Borderlands kosten 30, 60 Euro. Deswegen ist es ganz gut. Wir gehen jetzt mal hin und werden Demo UI schreiben. Ich weiß, ich kann auch F2 oder F3 drücken. Ich glaube, F2 war das Shift auf Zeit. Aber ich kann bei mir kein F2 drücken, weil das die Aufnahme kostet. Das ist fast. So. Hälfte haben wir schon vom Gameplay. Das ist gut. Hier kann man normalerweise ein bisschen vorspulen, die Zeit schneller machen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr findet, dass er hackt oder nicht. Wir machen sowas auch ab und zu mal im Stream. Das heißt also, wir sind meistens in einem Stream zwischen 100 und 300 Leute. Also zwischen 100 und 300. Und wir machen auch mal so Overwatch-Live. Das heißt, ich gucke mir das an. Die Zuschauer gucken natürlich mit. Und dann lasse ich mal die Zuschauer entscheiden durch so eine Art Vote-System, ob der anhat oder nicht. Ist immer ganz lustig zu sehen, weil viele haben eine andere, ja, Meinung. Also, ich bin mir ziemlich schnell sicher, wenn einer cheatet, weil, ich weiß nicht, ich habe schon viele Cheater gesehen. Ich weiß, wie man das spielt, aber ist ja immer so eine eigene Meinung. Die einen sagen, der cheatet, die anderen sagen, der cheatet nicht. Jetzt zum Beispiel hat ein Spieler nicht gesehen, den der hätte sehen müssen. Ich glaube, der hat die Map einfach nur oft gespielt, weil hier oben, der guckt immer in dieselben Ecken. Ja, der hätte den auf jeden Fall, ne, der hat nichts an. Der spielt fair, hat kein Aimbot, also Aimbot definitiv nicht. No Recoil hat er auch nicht. Wallhack hat er auch nicht, was soll der noch anhaben? Sprungscripter hat er auch nicht. Kann sein, dass sie den auch reportet haben, weil er sein Team beleidigt hat, aber glaube ich nicht. Es gibt ja, man kann ja reporten wegen Aimbot, wegen Wallhack, wegen Speedhack, wegen Sprungskripten, wegen Beleidigung, wegen unfairen Verhalten. Beleidigung kann man leider nicht nachgucken, das ist nämlich nur für die, ja, man kann keinen Chat einsehen, wie ihr seht. Also wir können nicht sehen, was die gechattet haben. Deswegen können wir das nicht nachweisen. Aber wir können unfaires Verhalten sehen. Zum Beispiel, wenn einer durchgehend am Spawn kämpft. Auf einer Bombenlegermap als T zum Beispiel. Oder wenn man hingeht und sein Team immer Team attackt, dann reporte ich die auch. Also. Jetzt läuft er durch. Jetzt sehen wir die Turnhalle. Da sieht man Basketball. Nicht Volleyball. Basketball war das genau. Mit so ein paar Leichtathletik-Dingern. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Diese Matten. Ganzes Stadion hier. So ein kleines Mini-Stadion. Gibt jetzt das. Die Geisel ab, bekommt extra viel Geld, sofern er nicht getötet wird. Da wurde er getötet. Naja, meine Meinung, definitiv alles nicht. Hat fair gespielt. Was willst du dazu noch sagen? Urteil abgeben. Ich kann euch noch ganz schnell das Kartenpaket zeigen, wie das mit den Missionen aussieht. Was haben wir denn? Hier, Missionen spielen. Nee, wie machen wir das nochmal? Wenn ich eine aktive Mission habe, Kampagne 3, so sehen die zum Beispiel die Mission aus, das ist jetzt die schwerste, da zahlt man 3 Euro und dann hat man wie hier zum Beispiel eine Chance auf eine AWP Dranglore. Steht dann bei jedem immer seine Sachen, die man gewinnen kann, hier zum Beispiel eine Masterpiece und man bekommt dann definitiv ein Item aus der Liste. Obwohl ich muss sagen, ich habe noch nie jemanden gesehen, der was Besseres als hellblau bekommen hat. Außerdem bekommt ihr dann natürlich nach Games wieder Kisten, die sehen so aus. Mal die Operation Vanguard Kisten. Hier sind die. Und da sind diese Items drin.
Lädt, ah, jetzt lädt er die. Lädt langsam. Scheint ein bisschen down zu sein. Steam, man merkt. Friends sind wieder offline. AK-47, Wasteland Rebel sieht cool aus. P2000, Fire Elemental sieht alles cool aus. Aber dazu könnt ihr auch das letzte Case-Opening sehen. Deswegen, Leute, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielleicht sieht man sich ja demnächst in einer der Streams oder ja, ich versuche wieder mehr auf YouTube zu machen. Ich versuche wieder ein bisschen mehr zu machen. Also das heißt, wir nehmen mehr DayZ auf. Ich muss noch dazu kommen zu schneiden. Ihr wisst ja, sehr viel Stress zurzeit. Deswegen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Morgen Vlog. Ciao.